Hallo ihr Gamer und die, die es noch werden wollen. Heute machen wir wieder eine schöne Quest, und zwar die Baronett-Quest-Reihe. Ich werde dieses Video wie auch die Night-Quest wahrscheinlich wieder in mehrere Teile splitten, da es auch wieder eine etwas längere Reihe ist. Ihr könnt die Quest mit Level 100 machen. Ich habe jetzt ja schon 100, die 101 geknackt. Deswegen wird es ein bisschen Zeit für mich, aber ich hatte vorher nicht so lange am Stück Zeit, dass ich euch das jetzt hier mal in einem durchmachen könnte. Wir fangen an hier bei General Rachel, wie auch bei der Night Quest. Wieder mit diesem Military Test. Ach, falsche Quest gedrückt. Military Test 2, Enter Test Arena. Ja. Buffen uns mal durch. So. Die einfachen hier sind jetzt Level 95. Der Boss hier hinten ist Level 100. Die Eigenschaft von diesen einfachen Surgeon hier ist einfach nur, dass sie ihren Boss die ganze Zeit auch hochheilen können. Und so, und sich selber. So, auch hier gilt wieder, entweder 10 Minuten einfach aushalten oder den Chieftain hier besiegen. Ich kann ja mal gucken, wie viel Damage er mir überhaupt drückt, wenn ich als Wizard hier angreife. Oh, 4K ist schon was. So, wollen wir mal gucken, ob wir ihn so runterkriegen. Schöner Vorteil im Gegensatz zu den Bossen in Forgotten World zum Beispiel ist halt dadurch, dass er nicht den Status Unique hat, sondern nur Champion. Ihr kriegt Stati drauf und halt auch Knockback. Also gerade zum Beispiel als Warlock stelle ich mir das relativ easy hier vor, wenn ihr die ganze Zeit den Chieftain stunt, ja. Und die ganzen Bat-Stati draufpackt und die Dots und so ein Zeug. So, jetzt machen wir mal hier nochmal ein bisschen Turbo. Jetzt fall um. Bumm. Das war's schon.
Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ach, steht leider nicht da. Gut. Da das jetzt so schnell geht, breche ich hier noch nicht direkt ab, sondern wir laufen noch den nächsten Weg. Wo müssen wir überhaupt hin? Sunset Witch, ja. Habe ich mir schon bald gedacht. Es waren jetzt gerade mal knapp 6 Minuten. Ja. Mit meinem ganzen Vorgelaber natürlich. So, dann gucken wir mal hier. New Challenge. Branch of Life. Ach, das war das. Moment, da musste ich, glaube ich, noch was davor machen. Ja. Jetzt muss er wieder blöd rumporten. Jetzt müssen wir erstmal nach Rock Mountain. Dort bei Level 76ern ein Item suchen. Und dieses dann in Yangon bei Level 10er Mobs benutzen. Da das Ganze, der nächste Schritt jetzt wieder etwas länger ist, würde ich mal sagen, machen wir hier jetzt mal einen kleinen Break. Und sehen uns dann gleich im zweiten Video wieder. Bis dann!